der kleine Noah. Ein sehr fröhliches Kind, allerdings lebt Noah mit den Einschränkungen eines komplexen Herzfehlers. Der also auch mehrmals operiert werden musste und noch immer nicht ganz das Herz-Kreislauf-System so ist, wie es sein sollte. Als Direktor der Kinderkardiologie ist Professor Stein immer wieder mit Herzfehlern konfrontiert. Die häufigsten Herzfehler bei Kindern sind die sogenannten Löcher im Herzen. Das sind, das Herz hat ja vier Kammern und zwei Scheidewände und da gibt es eben zwischen den Kammern in den Scheidewänden Löcher oder eben Löcher auch in den Vorhöfen. Das sind die häufigsten Herzfehler, das sind bis zu 40% aller Herzfehler. Das sind auch die einfacheren Herzfehler. Für alle nichtmedizinischen Anliegen von herzkranken Kindern und Jugendlichen gibt es bei uns den Verein Herzkinder Österreich. Wir betreuen Familien ab Erstellung der Diagnose. Sie bekommen ein herzkrankes Kind, betreuen sie bis hin zu den Krankenhausaufenthalten durch die Operationen hindurch und auch die Nachbetreuung wiederum in den Bundesländern. Für Tirol und Vorarlberg gibt es noch ein weiteres Angebot für herzkranke Kinder. Es gibt auch hier in Tirol eine Gruppe, die heißt Hilfe für das Kinderherz Tirol und Vorarlberg, wo wir auch bemüht sind, immer wieder zusammenzuarbeiten bei Veranstaltungen, Fachvorträgen, um einfach gemeinsam für diese Familien hier da zu sein. Noahs Mutter ist seit 2008 ebenfalls für den Verein Herzkinder Österreich im Einsatz. Ihr Sohn benötigt eine 24-Stunden-Beobachtung. Also es fängt bei klein auf an und wird zum Beispiel beim Noah auch recht intensiv im Kindergarten, weil er auch Begleitung braucht. Die zwei Casanovas aus dem Zillertal haben für die Herzkinder jetzt ein Lied aufgenommen. Das ist schon einmal ein Erlebnis passiert, wo eben die Kinder, zwei Kinder in die Klinik gelegen sind. Der eine hat dringend ein Herz braucht, das andere Kind hat es keine Rettung mehr gegeben. Und das andere Kind hat eben zu einem anderen gesagt, ja, ich schenke dir mal mein Herz. Und so hat meine Frau dann das Lied vertont praktisch und wir sind froh und glücklich, dass wir eben das in die Herzkinder Österreich präsentieren dürfen. 1000 Jahre, 1000 Tränen, nie erlischt die Traurigkeit, die Traurigkeit. Das Lied 1000 Tränen ist ab sofort im Handel erhältlich. Mit dem Reinerlös soll das Leben von Betroffenen unterstützt werden. Mit dem Noah lebt man wirklich von Tag zu Tag. Und die Tage, was wir haben, die nützen wir. Und die, was morgen ist und übermorgen, weiß ich. Was nächste Woche ist, weiß ich wieder nicht. Also ich denke, du lebst sehr intensiv mit einem kranken Kind. Also intensiver wie mit einem gesunden. Ich habe ein krankes und ein gesundes. Und ich denke, ja, es hat uns sehr viel gebracht. Einfach, du hast ganz eine andere Lebenseinstellung, kriegst du damit. Und begleitest deine Kinder wirklich von Tag zu Tag. Mit Noah haben die zwei Casanovas einen ersten Fan. Dieses Lied möchte noch tausende Fans erreichen und viel Geld einspielen für Herzkinder.